Herzlich willkommen bei der Wien am Berg. Ein Fest für Weinspitze, wie eine große oberösterreichische Tageszeitung in ihren Nachrichten geschrieben hat. Wir wünschen dazu viel Vergnügen und Prost. Bei dem strahlenden Wetter heuer sind wir natürlich sehr glücklich, weil die ganze Vorarbeit, die ganze Organisation mit 90 Winzern und 20 Gastronomen ist doch sehr viel Arbeit. Im Vorfeld, im Februar, starten wir mit der Ausschreibung und ja, bis zuletzt rufen die Winzer an, ob sie vielleicht noch kommen dürfen. Wir haben schon einige auf der Warteliste. Und ja, eigentlich drumherum funktioniert alles. Man kann nur der Veranstaltung einen schönen Verlauf wünschen. Das ist eine der wunderschönsten Pflichtveranstaltungen, es gibt für einen Politiker hier am Wien am Berg dabei zu sein. Das Wetter passt, die Winzer sind in Ordnung. Berg zeigt sich von der schönsten Seite. Ja, Berg ist Weinfest, im Berg ist immer ein Highlight. Da muss man einfach dabei sein. Naja, das ist also perfekt von der Organisation. Ich weiß nicht, wie die Oberösterreicher das machen, dass immer dann, wenn also hier große Feste angesagt sind, das Wetter auch passt. Nein, ich muss gratulieren zu diesem wunderbaren Ambiente. Es handelt sich beim Vinum um die größte Weinveranstaltung Österreichs, wo es ausschließlich um Wein geht. Es gibt viele andere Veranstaltungen, da ist ja immer ein Jahrmarkt dabei oder eine Messe oder ein Volksfest. Aber das Vinum ist eine reine Genussmesse für Wein. Ja, das Vinum ist wieder eine tolle Veranstaltung heuer. Der Wettergott spielt auch wieder mit. Das ist eigentlich Pflicht. Wir präsentieren da hier steirische Weine. 13 Mal war das Vinum, 13 Mal war ich dabei und es war immer ein tolles Fest. Es kommen immer mehr liebe Gäste. Herr Bürgermeister Froschauer, bei Bilderbuch Wetter wie bestellt, die 13. Vinumberg. Könnte nicht schöner sein und trotz dem schönen Wetter strömen bereits jetzt die Gäste in Scharen auf das Gelände. Wir sind sehr, sehr zufrieden, kann man jetzt schon sagen, es wird wahrscheinlich ein Rekordbesuch werden. Schauen Sie, einmal haben wir super Wetter, so wie heute, dann haben wir wieder durchschnittliches Wetter, wir hatten auch schon Regenwetter. Wir freuen uns heute, dass heute wieder einmal total passt und dass scheinbar das ein tolles Vinum wird, dass für die Besucher viel drinnen sein wird und dass auch der Abend ein lauer Abend werden wird. Wir begrüßen das Weingut Gruber aus Südtirol. Wie gefällt es Ihnen hier im Berg bei uns? Sehr schön, wir sind das erste Mal da im Berg. Wir sind selber überrascht über die guten Aufnahme da, was wir bekommen haben. Die Leute recht nett und ich hoffe, dass unser Wein da gut ankommt. Es ist schön, dass Sie da sind. Wie gefällt es Ihnen bei uns im Berg? Ausgezeichnet. Wir sind gestern angekommen, haben heute schon die Gegend bewundert, haben eine Wanderung gemacht und sind jetzt pünktlich zum Vinum eingekehrt. Genießen schon den ersten Wein, super. Zur Kombination Wein und Käse oder Käse und Wein? Oh, passt beides recht gut. Also ich würde sagen, der Käse zum Wein perfekt. Und darum sind wir auch wieder mal da, wie die anderen Jahre auch. Und freut uns wieder auf eine tolle Veranstaltung. Also wieder heuer Traumwetter im Wien am Berg. Wir sind zum dritten Mal hier. Könnte nicht schöner sein. Besucheranstrom ist trotz der heißen Temperatur auch schon in den frühen Nachmittag gestanden. Sehr zufriedenstellend, muss man sagen. Sehr interessiert die Leute alle miteinander. Treuer Besucher von Wienum und als Stammgast auch von Weinbau Florian Thierry kommen immer wieder gern her, weil es einfach ein wunderbares Fest ist da im Berg rund und es ist wahnsinnig gut aufgezogen. Gefällt mir. Jetzt wollen wir noch unbedingt die Zutaten von einem Flammkuchen wissen. Ja, das ist ganz einfach. Ich meine, Tante Fanny Flammkuchenteig, das ist sehr wichtig. Dann eine Creme fraiche drauf und dann eine Zwiebeln und einen Speck. Das ist immer die traditionelle Weise, Art und Weise, wie es aus dem Elsass bekannt ist. Man kann es aber gerne nach dem eigenen Geschmack noch machen und da sind alle Grenzen eigentlich, oder gibt es keine Grenzen, das ist alles möglich. Auch in den süßen Bereich kann man da durchaus experimentieren. Wie ist der heurige Jahrgang geworden? Ja, der 2011er Jahrgang, kann ich sagen, ist hervorragend durchwegs in ganz Österreich und für uns natürlich auch. Also man kann die Roten kosten als Tipp und die Weißen sind natürlich auch hervorragend. Ja, gute Laune bei der Wien am Berg, fröhliche Gesichter. Wie geht es euch? Ja, gut. Eigentlich voll super, also jedes Jahr wieder. Ist angenehm, ja. Super Veranstaltung.